falls Leute jetzt noch nicht so lange dabei sind und das Projekt vielleicht erst kurzweilig gucken, denen sei gesagt, dass es insgesamt auf dieser ganzen Hogwarts-Map 200 Diamanten zu finden gibt. Und unser Ziel ist es, alle Diamanten zu finden. Und jetzt sind wir schon bei 65. Lol. Achso, ja klar, man kann immer nur, na, 64er stacken, ich vergaß. Gut, dann sind wir jetzt bei 65 Diamanten. Das ist doch nicht schlecht. Und wo sind wir denn hier, um Gottes Willen? Das soll anscheinend die große Pendeluhr sein. Naja, also... Da gehen jetzt nicht unbedingt Props raus. Also, lol, wo geht's denn hier lang? Das sieht sehr interessant aus. Da gehe ich gleich lang. Ich möchte nur noch mal ganz kurz hier schauen, denn hier ist der nächste Innenhof. Und auch zwei Kisten und ein neuer Diamant. Wir sind bei 68 Diamanten. Hier ist jetzt leider nichts. Okay. Ja, ist ein sehr kleiner Innenhof. Ja, zum Rückziehen, sag ich mal, wenn die Schüler jetzt mal so ein bisschen unter sich sein wollen. Ah, wir sind hier bei den Kräuterkunde-Gewächshäusern. Hier im nächsten, da scheinen schon die ganzen magischen Pflanzen zu wuchern. Man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil manche Sachen sind hier giftig und manche können mich auch umbringen. Deswegen, ich fasse am besten nichts an. Oh, weia, hier sind auch jede Menge Pflanzen. Die lasse ich auch lieber unangetastet. Das sieht auch hier nicht gesund aus, muss ich sagen. Aber da hinten ist, glaube ich, nur einer. Hier, genau. Und da ist auch noch eine Kiste und ein Diamant. Wir sind bei 70 Diamanten, Leute. Kommen der Sache immer näher. Das scheint hier wieder so ein kleiner Aufenthaltsraum zu sein. Sehr cool. Ich finde auch gut, dass hier mit den Schachbrettern, das ist... Ach, das ist ein Crafting... Ach so. Nee, komm, wir betätigen den Hebel. Uiuiui, schnell durch. Oh, was haben wir denn hier? Nice, Schallplatten. Ich finde die so cool. Ich finde die so cool. Suchen wir uns hier mal einen schönen Track raus. Oh, weia. Nee, lieber nicht. Und was ist hier? Nice, Leute. Ich weiß, was das ist. Und ich glaube, ihr wisst es auch. Leute. Das soll, glaube ich, der Zugang zum Stein der Weisen sein. Wünscht mir Glück, Freunde. Ich ziehe meinen Zauberstab. Denn jetzt kommt es drauf an, was wir in den beiden Schuljahren gelernt haben. Horika! Diese Pflanzen halten mich ziemlich auf. Also es sind ja eigentlich Spinnenweben, aber... Im Film waren es ja, oder in der Geschichte sind es ja die Pflanzen. Aber haben die gut gemacht. Das würde ich auch so machen später mit den Spinnenweben, weil die erfüllen ja auch eine Wirkung. Wir müssen einfach nur ganz ruhig bleiben, dann sacken wir nach unten. Oh, so. Gehen wir mal weiter. Und hier ist das Schachfeld, Leute. Allerdings auch keine Schachfiguren. Anscheinend, wenn die Lehrer Urlaub haben, nehmen die Schachfiguren mit und denken einfach, der Stein der Weisen, den wird schon keiner finden. So, hier geht's weiter. Oh mein Gott. Der Spiegel Nehegib. Aber wir gucken jetzt erstmal hier. Und da ist der nächste Diamant. Und wir haben den Stein der Weisen gefunden, Leute. Wir haben ihn gefunden. Wir haben den Stein der Weisen. Mega nice, Leute. Jetzt sind wir unsterblich. Das heißt, nichts kann uns mehr aufhalten. Na, geh auf. Und jetzt sind wir wieder hier und jetzt gucken wir uns das nochmal an, dass nochmal alle Bescheid wissen, was ich hier meine und dass keiner denkt, hey, was labert der da? Hier hatten wir ja damals diesen kleinen Raum entdeckt und da haben wir uns ja, ich habe mich gefragt, was dahinter wohl versteckt ist. Und jetzt haben wir das Ergebnis. Wir haben die Lösung. Sehr, sehr geil gemacht. Also von der Raumaufteilung her wirklich Props an den Erbauer. Das ist wirklich mega cool. Auf solch eine Idee muss man erstmal kommen. Der Stein der Weisen vom Gebäude her war ja irgendwie ungefähr da in dem Gebäudekomplex. Wir waren ja am Anfang der Folge da drin. Also entweder da oder daneben irgendwo. Und dann hat der Erbauer es hingekriegt, dass man einen Gang bzw. eine Raumaufteilung schafft, die einen dann wieder hier landen lässt. Und das ohne, dass man das selber merkt, wenn man diesen Weg abläuft. Und genau das will ich in Let's Build Hogwarts erreichen. Und das wird so schwer, weil ich glaube, ich bin nicht so gut darin. Mach ich auf und was haben wir denn hier? Statue of the One-Eyed Witch. Alles klar. Der einäugigen Hexe. Ja, hier ist ein Hebel und die Stonebridge. Und da ist eine geschlossene Tür. Das ist schon mal gut. Ah, wir sind hier in einem kleinen Innenhof. Sehr, sehr nice.
Den haben wir, meine ich, auch irgendwie mal von oben gesehen. Da waren wir in irgendeinem Raum und da haben wir ein Fenster gehabt und da konnten wir genau hier reinschauen. Aber das hier sieht auch sehr... Ah, Leute, wisst ihr, wo wir sind? Das hier ist dieses Bild mit dem Geheimgang. Wo ist er? Da. Mit dem haben wir jetzt hier... Was? Moaning Myrtles... Ah, von der maulenden Myrte. Das Klassenzimmer, sag ich schon, das Klo. Leute, wisst ihr, was das... Wisst ihr, was das bedeutet? Hier müsste der Eingang zur Kammer des Schreckens sein. Oh mein Gott. Das sieht mir sehr verdächtig nach einer bestimmten... Nach einem bestimmten Ort aus hier. Ich denke mal, wir müssen den Knopf drücken, damit das hier durchgängig wird. Ja, Leute, dann würde ich sagen, werden wir in dieser Folge die Kammer des Schreckens looten. Hui! Geheimgang und toll, eine Abzweigung hier. Sowas mag ich ja. Aber die führt anscheinend an den gleichen Punkt. Nice. Und Leute, das ist die Kammer des Schreckens. Sieht das nicht cool aus? Also ein bisschen einfach gestaltet, klar. Ja, okay. War leider nur ein kurzes Vergnügen. Also ich hätte die Kammer des Schreckens gerne noch ein bisschen weiter ausgebaut gesehen. Aber kann man nun mal nicht ändern. Was hat sich jetzt hier geöffnet? Hallo? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ah! Da hat sich was geöffnet. Nice. Eigentlich sind das hier so Schlangenskulpturen, so, oder sollten es zumindest sein, aber die sind ja mal brutal schlecht umgesetzt. Also, wenn bei mir die Kammer des Schreckens dran ist, könnt ihr euch auf jeden Fall auf mehr Details freuen. Jetzt nicht so krass wie bei Mr. Kaspersson, also so krass bin ich nicht, aber ich bin definitiv krasser als Hogcraft, glaube ich, denke ich, hoffe ich. Und da war wohl ein Geheimgang hinter, aber den konnte man nur von der einen Seite aus sehen. Ja, Leute, krass, jetzt sind wir wieder hier. Ich freue mich einfach mega, mega doll, jetzt bald mit euch Hogsmeade zu erkunden. Vor allem, weil dort wahrscheinlich auch viele Diamanten versteckt sein werden. Und ich bin sehr gespannt, wie sie Gringotts umgesetzt haben. Die Zaubererbank. Das heißt, wir laufen jetzt hier erstmal hoch und sehen hier direkt Klassenräume, die wir noch nicht erkundet haben. Das ist schon mal ein sehr guter Erfolg, wie ich finde. Und da ist eine Kiste. Da musst du aber was drin. Upsala. Ja, und da ist einer drin. Sehr, sehr nice. Wir sind bei 90 Diamanten, Leute. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon das mit aufnimmt, aber ich hoffe nicht. Lol. Wir sind hier in einem Gemeinschaftsraum. Das habe ich ja gar nicht gerallt. Moment mal kurz. Habe ich da was nicht gelesen? Ravenclaw Common Room. Ich glaube es nicht. So, aber es sieht auf jeden Fall ein bisschen einladender aus als bei den... Sliverins. Hier hat man zumindest eine schöne Aussicht, auch wenn man im Bett liegt hier. Finde ich sehr schön. Man kann ja auch mal, wir gehen jetzt auch mal ins Bettchen hier, damit wieder Tag ist. So. Und hier ist noch ein Klassenraum. Und zwar anders gestaltet als die anderen. Das ist doch schon mal was. Natürlich immer noch nicht so, wie ich das jetzt hätte gemacht, aber es ist schon mal ein bisschen detaillierter. Es sieht schon mal so ein bisschen aus wie das Klassenzimmer von Flitwick zum Beispiel. Ganz kleines bisschen. Also ich betone das bisschen ganz, ganz doll gerade. Ich will von euch in die Kommentare... Oh, der Krankenflügel, nice. Habe ich direkt einen Titel für die Folge, der Krankenflügel. Sehr, sehr gut. Oh, das sieht gut aus. Da, ich wusste es. War mir klar, dass da irgendwo einer sein muss. So, und da hinten scheint noch ein Raum zu sein. Matron's Office. Da ist noch einer. Da sollten eigentlich... Ah, nice. Da nehmen wir doch mal direkt ein paar mit. Ist so, oh, sogar jedem... Oh, lecker, 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 lecker. Ich nehme jetzt mal hier so ein paar mit. Braucht ihr... Oh, Cookies, nice. Also Leute, wenn ihr die Folge liked, kriegt ihr einen Keks von mir. Das ist doch schon mal ein Ansporn, oder? Das ist doch ein Ansporn, ich glaub's nicht. Da ist ein Ofen. Auch alles erkundet. Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier zurück, weil da waren auch noch welche. Und nice, das Duellfeld. Ja, das kenne ich noch von damals, wo ich die... So, in der letzten Folge habe ich euch ein bisschen geärgert. Und zwar in der Form, dass ich euch, die Bibliothek vorenthalten habe. Wir sehen auf jeden Fall sehr viele Bücher. Da hinten geht es natürlich auch noch weiter. Da haben wir auch noch nicht alles erkundet. Das heißt, heute wird auf jeden Fall, denke ich mal, der Rest von Hogwarts erkundet. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber ich halte es doch für realistisch. Da haben wir schon direkt den ersten Diamanten in der Folge. Aber da haben wir einen Hebel. Und, nice. Leute, wisst ihr noch in der letzten Folge, wo ich sagte, da ist eine Leiter, da ist ein Geheimgang.
Ich hab's euch gesagt. Und hier ist das Duellfeld. Ich hab's euch gesagt. Da ist ein Geheimweg. Ich war mir nicht mehr sicher, wo und wie und wann. Aber es ist einer da. Und natürlich auch der Diamant. Und hier haben wir die Restricted Section. Das heißt, die verbotene Abteilung. Ist ja gerade keiner in Hogwarts unterwegs. Von daher bin ich mal so dreist und laufe hier einfach mal durch. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil die Bücher hier sind voller schwarzer Magie. Oh weia. Und da ist eine Kiste und lasst mich raten, ein Diamant. Nice, Leute. Weiter nach oben. Und was haben wir denn hier? Name of Dumbledore's Sister. Ariane, pick an answer. Achso, oder Helena. Ja, das ist ja wohl leicht. Das ist ja wohl richtig leicht. Helena und Ariana gibt es beide in der Harry Potter Geschichte, also haben die schon eine clevere Frage gestellt, aber es ist natürlich selbstverständlich. Helena. So, und da kommt die Treppe. Oh, was haben wir denn hier? Ein Klassenraum, der nicht beschildert ist. Sehr merkwürdig. Oder vielleicht ist das auch gar kein... Nee, das ist ein Büro. Nice. Ohne Diamanten, okay, dann scheint das kein wichtiges Büro zu sein. Ja, aber das sieht auch sehr gemütlich aus, finde ich. Ich werde euch die ganze Playlist in einer Infokarte hier oben reinpacken. Das mache ich ja jetzt seit neuestem eigentlich relativ häufig. Da ist ein Diamant. Nice. Und wir haben die 100 Diamanten geknackt, Leute. Ich habe es gar nicht erwähnt, aber es ist so. Was haben wir denn hier? Nice, das ist Dumbledores Büro. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja klar, das ist ja auch mit der Frage, mit Dumbledores Frage da. Na logisch. Ja, wir sind hier tatsächlich in Dumbledores Büro. Völlig falsch platziert, ein bisschen, ja, komisch gebaut, aber es ist Dumbledores Büro. Dann heißt es für uns, ab ins Denkarium, würde ich sagen. Wir ziehen schon mal den Zauberstab. Ich habe keine Ahnung, Leute, was jetzt kommt. Also wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt was passiert, aber wir gehen mal durch. Oh, weia. Alles Türen, die man hier nicht aufmachen kann. Exit Memory. Ach nee, wir sind hier einfach in seinem Gehirn anscheinend. Keine Ahnung. Ich kann das gerade echt nicht entziffern, wo wir hier sein sollen. Und ein Diamant. Also wir sollen hier auf jeden Fall sein. Es ist vorgesehen, dass wir hier langlaufen. Gut, dass wir die Enderperlen mitgenommen haben. Und hier geht's anscheinend wieder zurück, aber ich will noch nicht zurück. Nein, wir kommen da... Oh nein. Wir kommen da anscheinend gar nicht mehr hin. Ich hoffe, wir kommen jetzt nochmal zurück und können nochmal von vorne das Ganze beginnen. Weil diese Metalltüren gehen anscheinend nur von der einen Seite auf. Wir sind jetzt hier reingegangen und kommen nicht mehr zurück. Ja, dann hoffe ich mal... Lol? Was? Was für Minecraft? Was wollt ihr von mir? Hä? Was ist jetzt los? I see the player you mean, Ducky LP. Ach, das ist... Gehört das dazu? Leute, was ist jetzt los? Yes, take care, it's reached a higher level now. I can read our thoughts. That doesn't matter. I think we are part of the game. I like this player. He played well. I did not give up. It is reading our thoughts as they say. So they were words on screen. Oh Gott, ich kann das nicht lesen wegen den Popschutz hier. That is how it choose to imagine many things when it deep in the dream of a game. Words make a wonderful interface where very flexible and less terrifying than staring at the reality behind screen. They used to hear voices before players could read. Back in days when those who did not play called the players witches and warlocks, and players dreamed they flew through the air on sticks powered by demons. What did this player dream? This player dreamed of sunlight and trees, of fire and water. It dreamed it crashed, and it dreamed it destroyed. It dreamed it hunted and was hunted. It dreamed of shelter. Ha! The original interface a million years old and it still works. But what true structure did this player create in the reality behind the screen? It worked with a million others to sculpt the true world in a fold of blah 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 create blah blah blah. It cannot reach that thought. No, it has not yet achieved the highest level that it must be. Was? Hä? Geht das, hört das eigentlich mal auf, Leute? Ich wollte jetzt eigentlich nicht alles vorlesen. Ich kann auch kaum Englisch, wie ihr wahrscheinlich gerade gehört habt. Braucht ihr mir also nicht in die Kommentare schreiben. Ich frage mich gerade nur, ob das zu der Map dazu gehört. Oder ob das hier irgendwas von Minecraft ist. Da komme ich gerade echt nicht drauf klar, Leute.